Hi, ich bin Henning und ich begrüße euch zur Kinovorschau für den Monat Mai. Der erste Film heißt The Male Way to Die in the West und Seth MacFarlane, der Schöpfer von Ted und Family Guy, spielt in diesem Film einen feigen Schafzüchter. Eines Tages kommt die schöne Anna auf seinen Hof und die Liebesgeschichte scheint perfekt. Dumm nur, dass diese Anna einen Ehemann hat, der ein skrupelloser Bandit ist. Als dieser mit davon bekommt, was seine Ehefrau so treibt, ist der Showdown vorprogrammiert. Wie das Ganze ausgeht, erfahrt ihr ab dem 29.05. im Kino. Oh hey, die liefern das Eis! Warum ist das so groß? Damit es nicht schmilzt. Ist echt interessant, wie die das machen. Da gibt es diese eine Ging das schnell mitten in die Fresse! Der Wilde Westen ist eine ganz furchtbare Gegend. Alles und jeder will dich töten. Wütende, besoffene Leute, wilde Tiere, Banditen. Selbst der Doktor. Ich konnte sie nicht retten. Sie hatte einen Splitter da. Da kann man halt nichts machen. Willkommen in unserer supergeilen Stadt. Wie ist dieser Jahrmarkt so? Hier sterben jedes Jahr ein paar Leute. Ehrlich? Jetzt bitte stillhalten! Oh Mann! Stillhalten! Gefährlich, so ein Jahrmarkt. Ja, echt gefährlich. Irgendjemand in dieser Stadt wird sterben. Alter, irgendjemand hat gleich richtig verkackt. Nicht schießen, heute ist Sexabend. Hör zu, wenn du den in einem Duell besiegst, bist du ein echter Held. Das ist der übelste Revolverheld der ganzen Gegend. Ich bring dir bei, wie man schießt. Ach du Scheiße, da kommt meine Ex. Schnell, tu so, als wärst du meine Freundin. Ich bin seine Freundin. Eine Menge sexuelle Aktivität. Rund um die Uhr, Mann. Ich lebe quasi in ihr. Also, wenn du mir einen Brief schicken willst, dann adressiere ihn am besten an ihre Vagina. Ja. Das war echt ein langer Tag. Dieser eine Mann wollte, dass ich eine Zigarre rauche und dann auf seine Eier abasche, während ich ihm einen runterhole. Und ich dachte nur, was, krieg ich das hin? Aber ich hab's geschafft. Wow, dein Job ist so interessant. Jeder Tag ist anders. Ich weiß, du bist hier, Star. Was meinst du, wir klauen eine Pulle Whisky und brennen durch? Ja, das fände ich klasse. Dein Schwanz hängt raus. Oh. A million ways to die in the West. Vielleicht ist der Wilde Westen doch gar nicht so kacke. Kann ich ein hübsches Paar wie euch für ein Wundermittel interessieren? Oh! Ach du Scheiße! Einst war die Hexe Maleficent eine schöne und warmherzige Frau. Doch dann wird ihr Königreich von einer Armee erobert und ihr Herz wird zu Stein. Als dann auch noch der König ausgetauscht wird, sieht sie ihre Chance, ihr Königreich zurückzuerobern. Das scheitert jedoch und so belegt sie die Tochter des Königs mit einem Fluch. In dieser Adaption von Mein Röschen sieht man die ganze Geschichte aus der Sicht der Hexe Maleficent. Wie das Ganze ausgeht, erfahrt ihr ab dem 29.05. im Kino. Wen haben wir denn da? I know. Das Böse in dieser Welt. Hass und Rache. Maleficent, die dunkle Fee. Im neuen X-Men-Teil stehen die Mutanten in einer dystopischen Zukunft kurz vor der Auslöschung durch die Jägerroboter Sentinels. In einer letzten Verzweiflungstat arbeiten Magneto und Professor X zusammen und schicken Wolverines Bewusstsein zurück in die Vergangenheit. Dort soll er den Lauf der Geschichte ändern und die jungen Magneto und Professor X zur Zusammenarbeit übergeben. Dieses gestaltet sich schwieriger als erwartet. Und ob er das schafft, erfahrt ihr ab dem 22.05. im Kino. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß.
Letzte, woran du dich erinnerst. Ich habe in die Vergangenheit gesehen. Du wirst für mich das tun müssen, was ich einst für dich tat. Du wirst auch mich brauchen. Seite an Seite, um diesen Krieg zu beenden. Bevor er überhaupt beginnt. Also, ich erwache in meinem jüngeren Körper und dann was? Finde mich, überzeuge mich von all diesem hier. Dazu werden wir beide notwendig sein. Und wo finde ich dich? Auf einem anderen Pfad, einem dunkleren Pfad. Logan, ich war damals ein völlig anderer Mensch. Leite mich. Führe mich. Sei geduldig mit mir. Geduld ist nicht gerade meine Stärke. Ich will dein Leid nicht. Ich will deine Zukunft nicht. Hoffnung sind wir verloren. Man kann mich auch eine Woche später fragen, welche Filme ich vorgestellt habe. Ich habe keine Ahnung.